Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, welches sich The Valley Rule nennt. Sehr viel weiß ich über dieses Spiel hier nicht, aber ich kann euch verraten, dass man dieses Spiel gratis auf der Website Armor Games finden kann. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Es gibt so einige kleine Hingucker auf dieser Seite. Ich war gestern auf dieser Seite so ein bisschen unterwegs und ich muss wirklich staunen, wie weit diese ganzen Browser-Games an Entwicklung zugenommen haben und wie weit die im Moment schon sind. Es entstehen wirklich kostenlose RPGs mittlerweile und ich bin, um es auf X-Rackisch zu betonen, einfach nur entzückt. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, habe ich bereits vergessen. Wenn es mir wieder einfällt, dann wisst ihr dann auf jeden Fall als erstes Bescheid. Und hier steht, dass wir auf S drücken sollen, um hier zu starten. Oh, eventuell sollte ich mal die Seite anklicken. So, und jetzt starten wir. Das ist unser Char. Also ich kann euch mal verraten, dass ich in diesem Spiel nicht viel gesehen habe. Aber ich muss euch ganz kurz dazu was erzählen. Und zwar habe ich auf dieser Seite ein fast identisches Spiel gefunden. Es war sehr kurz. Ich habe es, glaube ich, in 30 Minuten durchgespielt. Und dann plötzlich schaue ich und es auf dieses Spiel, also auf The Valley Rule jetzt. Und ich gucke, es ist fast identisch, nur mit anderen Features und so viel ich gesehen habe, etwas länger. Das hier sind, ja, Checkpoints. So können wir hier das Spiel saven. Wie wir sehen können, werden wir jetzt auf dieser Seite hier nicht weiterkommen. Und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach durch diese Tür jetzt mal zu gehen. Jetzt ist die Frage, komme ich hier durch? Nein. Wenn man ins Wasser fällt, ist man so gesehen tot. Und ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Oh. Oh. Absolutes Oh und das absolute Fail-Oh. Ich muss das Spiel neu starten aus folgendem Grund. Kann man das hier irgendwie irgendwo machen? Ich bin hier schon ein bisschen weiter anscheinend in diesem Spiel. Und es ist jetzt das totale Fail jetzt im Moment. Ich muss mich dafür entschuldigen. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich dieses Spiel resettet habe in irgendeiner Weise. Ja, habt ihr dieses tolle Intro gesehen von Armor Games? Ich hätte eigentlich daran denken müssen, ja, dass dieses Speichersystem anscheinend durch Cookies in diesem Browser einfach funktioniert und ich hätte das Ganze irgendwie eventuell resetten sollen, aber das ist komplett neu für mich, ja. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass wenn man den Browser jetzt schließt, dass das gespeichert wird, weil das ist eigentlich eine Seltenheit, weil alle anderen Spiele, die muss man von neu spielen, aber dieses anscheinend nicht. Gut, so, wir beginnen noch einmal The Valley Rule. Ja, und so sieht das Ganze aus. Wir haben hier ein kleines Tutorial, mit den Pfeiltasten können wir uns bewegen, mit S springen wir. Wir, falls man das gut hören kann, ich hoffe zumindest, ja, einigermaßen. Gibt es hier eine schöne atmosphärische Hintergrundmusik? Auch Hintergrundgeräusche, sehr naturbezogen. Und das ist unser Char. Wie der sich nennt, da habe ich absolut keine Ahnung. Aber wie wir jetzt sehen können, kann ich zum Beispiel jetzt nicht klettern, was im, ja, vorhin eben der Fall gewesen ist. Aber das war schon ein kleiner Spoiler und mehr sage ich dazu jetzt einfach mal nicht. So, jetzt ist die Frage. Ich weiß, ja, mein Gedächtnis, das funktioniert immer, das ist immer sehr kurz. ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo lang. Das ist eben das Gute an mir. Wenn es um Spiele geht, vergesse ich sofort verschiedene Dinge. Und das ist eigentlich gut, weil ich in solchen Fällen einfach, ja, einfach Spiele komplett neu entdecken kann. Hier ist ein Schalter. Sehr schön. Und man sieht schon, dass alle das Schalter immer eine Funktion hier haben. Na, vielleicht nicht immer, aber so viel mir bekannt gewesen ist, ja. Das ist eigentlich ein Puzzle-Plattformer.
Hier ist der nächste Speicherpunkt. Hier speichere ich mal ab. Und wir merken uns, X-Rack, ja, man muss Cookies löschen. Ich bin auch eben ein totaler Fan von dieser Retro-Grafik. Und dieses Spiel spielt sich im Browser mit 60 FPS, falls das für irgendjemanden wichtig ist. In meinem Video werdet ihr wahrscheinlich nur 30 FPS sehen, weil ich persönlich bemerkt habe, dass es hier Probleme manchmal hier im Browser gibt, sodass die FPS einstürzen. Aber das nur so mal am Rand erwähnt. So, hier haben wir was Interessantes. Obtained the will to climb. Und ab jetzt können wir, ja, Wände hochklettern und so ein Zeug. Das bedeutet, mit diesen komischen Flammen da können wir irgendwelche Upgrades hier bekommen oder haben, die unserem Char so ein bisschen helfen. Wer von euch sich eventuell The Great Work angesehen hat, auch ein schönes Projekt von mir, der wird ungefähr wissen, wie das Ganze funktioniert. Sowas hatten wir schon hier auf meinem Kanal. Ja. Ich spiele mal ein bisschen weiter, so dass ich auch später ein bisschen mehr erzählen kann. Denn so viel weiß ich jetzt über das Spiel nicht. Ich habe nur so ein bisschen gespielt, eventuell 10 oder 15 Minuten. Auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, diese Atmosphäre. Ja, wir sehen hier 4 Stellen, die sehr auffällig sind. Mehr dazu später. Jetzt versuche ich erst einmal, hier irgendwie weiterzukommen. Okay. Das bedeutet kurz gesagt, ja, dass ich mich daran erinnern sollte, dass ich klettern kann. Eigentlich ist es hier egal in diesem Fall, ob wir jetzt diesen Klops hier runterdrücken oder nicht. Denn die Tür geht doch so auf. So. Hier ist der nächste Speicherpunkt. Ich habe jetzt gerade einen kleinen Herzkasper bekommen. Weil ich nicht gewusst habe, wo lang. Und ich weiß es noch immer nicht. Oh. Okay. So schnell kann es gehen. Aber anscheinend sollen wir hier lang. Und das tue ich somit hiermit. Ja, hier muss man so ein bisschen aufpassen, wie man springt und vor allem auch wann man springt. Okay, das hat jetzt nicht gut funktioniert. Also das Spiel ist schon so aufgebaut, dass nicht alles immer offensichtlich ist, so wie ich das gesehen habe. Man muss schon so ein bisschen nicht so schnell runterrutschen. Mein Gott, wir haben noch keinen Namen für unser kleines Mädchen hier. Wie soll ich sie nennen? Saira hatten wir schon. Was hatten wir noch nicht? Das ist Helga. Genau, so nenne ich sie. Einfach offensichtlich Helga. Obtained the will to air jump. Gut, das ist so gesehen ein Doppelsprung. Okay, hier rechts geht's nicht. Offensichtlich. Ich frage mich eine Sache. Okay, hier könnte man auch hoch. Und das ist auch immer sehr gut, einfach mal zu gucken, ob irgendwo irgendwas ist. Also, das ist so ein Instinkt, so ein kleiner Gamer-Instinkt, der schon sehr viel helfen kann. Okay, okay, wie soll das jetzt gehen? Okay, nee, ich muss genau auf die andere Seite. Hier sehe ich mal links nichts. Gut, hier ist eine Kiste. Hier steht jetzt nicht viel dabei. Trotzdem speichere ich jetzt mal hier ab. Okay, wir haben jetzt den Doppelsprung erlernt. Und das Erste, was einem auffällt, wenn man sich hier wieder auf den Rückweg macht, ist eben, dass hier so ein Kristall eingesetzt worden ist. Somit kann man davon ausgehen, dass wenn man alle 4 hat, sich hier diese Tür öffnet. Aber wie gesagt, sehr viel weiter bin ich jetzt nicht gekommen, glaube ich. Also wie gesagt, das war gestern und wie ihr seht, ich kann mich jetzt schon daran nicht mehr erinnern. Okay, aber hier könnte man lang.
Ja, wie ich sehe, ja. Könnte man in der Tat. So, ich speichere hier mal ab. Was ist das? Und wie kommt man hier bitte schön? Wow! Das war... Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das klappt. Na... Moment. Ist hier was? Nee, okay, das... Ich bin davon leicht ausgegangen, aber gut. Okay, das klappt so ein bisschen. Okay, anscheinend soll ich da noch nicht lang. Weil da irgendwas zu ist. Das bedeutet einfach auch in die andere Richtung gehen. Mehr Optionen gibt es hier nicht. Hier geht's nach unten. Bam, 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 bam. Okay, hier gibt es mal schon einen fetten Kloß. Okay, da kommt man runter. Wir machen einfach das, was offensichtlich ist. Sehr schön. Und hier speichere ich jetzt mal ab. So, und ich glaube, ab jetzt ist für mich das Spiel quasi blind. Ich glaube, mehr habe ich hier... Genau, ab diesem Moment weiß ich jetzt nicht mehr, wo es lang gehen könnte, sollte, müsste. Aber ich habe da so eine Vermutung. Und zwar ist das Spiel wirklich so gemein aufgebaut, dass es auch so weitergehen kann. Ja, ihr seht schon, wo da der Haken ist. So einfach ist das nämlich nicht. Und ich habe auch gesehen, dass sich sehr, sehr viele Leute über eben diese Schwierigkeit aufgeregt haben auf der Webseite, wo man das Spiel eben spielen kann. Denn, ja, ihr seht, das ist nicht einfach. Und wer das gerne ausprobieren möchte, der kann das auch gerne machen. Aber da muss man ein bisschen, ja, Fingerfertigkeit zeigen. So, was ist das denn hier? Wo soll ich damit überhaupt hin? War unten ein Schalter. Ich weiß nicht. Egal, ich schiebe mal hier nach unten. Da war tatsächlich unten ein Schalter. Wenn ja, so funktioniert mein Gedächtnis, ja? Genau so funktioniert es und nicht anders. Okay, was ist das? Sieht ziemlich fies aus. Soll das ein Rätsel sein? Was ist denn das? Okay, Leute, absolut keine Ahnung, ne? Absolut keine Ahnung, was jetzt hier kommt. Ist das so gewollt? Ich gehe einfach mal nach rechts. Also irgendwie habe ich Angst. Okay. Was ist das? Okay, gut, wir haben den nächsten Kristall, aber... Aber... Okay, also sind wir nur deswegen hier jetzt gewesen. Eine Sache interessiert mich trotzdem auch. Okay, das oben, das zeigt mir... Das, ein Moment. Was passiert, wenn ich den wieder hier hinunter schleudere? Nee, das hat jetzt irgendwie keinen Einfluss auf irgendwas. Ist okay? Nee, ich lasse das jetzt einmal. Das dauerhafte Speichern ist ja auch nicht so... Okay, da geht's mal nicht lang. Ich gehe wieder die schöne Musik an.
Die Frage ist jetzt wohl lang und ich denke mir mal... Ugh, sollte ich hier mal... Nee, ich sollte mal echt hier wieder, glaube ich, abspeichern. So. Irgendwo ganz nach links müsste ich mich mal auf die Socken machen, um zu gucken, wo was ist. Genau, hier sind wir nach unten vorhin. Ah, komm schon, Helga. Ich wollte schon Uwe sagen, aber es wäre so ein bisschen unpassend. Hm. Sind wir hier links gewesen? Ja, sind wir. Jetzt ist die... Ein Moment. Aha, okay. Ja, solche kleinen Verstecke gibt es hier auch. Und das finde ich auch ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, hier gibt es einen Durchgang. Ich glaube, die fetten Türen, die zeigen so... So, hör mal, hier gibt es eventuell was Wichtiges. Also, so viel für mein Verständnis. Aha. Wie viele Kristalle haben wir? Jetzt ist die Frage, wir haben ja eine Tür gesehen. Oh, nicht in die Milch. Milch ist hier in diesem Spiel ungesund. Okay. Jetzt frage ich mich aber echt, wo lang. Jetzt fehlt uns noch das restliche etwas. Eine Frage. Wo geht's hier lang? Du sollst einen Doppelsprung machen, Helga. Eventuell so lang. Gehört das echt so? Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich gerade bin. Aber eventuell soll das so sein. Oh Mann, ich, zu früh. Ich weiß, ich habe gerade einen Kasper bekommen. Okay, so auch nicht. Oh Mann. Oh Mann. Wie soll das gehen? Okay, so. So gehört sich das. Ah, ich weiß, wo wir sind. Alles klar. Und jetzt muss ich noch... Was passiert eigentlich? Kann ich hier nach unten? Ja. Alles klar. Jetzt kann ich hier nach... wo war das? Pff, hier war das doch. Ja. Hier war das. Ich speichere mal ab. Oh nein! Oh nein, Helga. Ja, das Springen, das müssen wir irgendwie ein bisschen... Ich bin gesprungen. Ihr lügt doch alle. Ja, endlich. So. Soll das ein fieses Rätsel sein? Nee, also mir ist klar, was zu tun ist. Eventuell... Ah, Moment. Ja, ich habe doch eine Idee. Okay. Ich sehe schon, worin sich dieses Spiel von dem anderen unterscheidet. Ja, gut, für euch ist es ein bisschen schwer zu verstehen, was ich gerade meine. Ja. Aber das macht jetzt nichts. Dennoch bin ich gespannt, was passiert. Na? Oh je. Wenn wir nun das hier haben. Auf jeden Fall werden wir hier zurück müssen. Ja, komm. Slide dich runter. Slide Helga. So, abgespeichert wird hier trotzdem. Und nach unten kann es hier meinerseits nun auch wieder gehen. Ja, hier sind alle Kristalle. Und nun geht das Türchen hier auf.
Ui, leuchti, leuchti. Ist das Spiel nun vorbei? Das ist die große Frage. Ja, das Spiel ist also auch nicht so lang wie das andere. Finde ich ein bisschen schade, aber ich weiß nicht, wie viel man da überhaupt bei Browser Games überhaupt designen kann. Ob es da irgendwelche Limits gibt in Sachen Datengröße oder so. Aber auf jeden Fall ist das für zwischendurch ein ziemlich cooles Spiel gewesen. Und wie gesagt, es gibt ein ähnliches, was ein bisschen schwieriger und kniffliger ist. Das kann ich euch auch in die Beschreibung mal packen. Auf jeden Fall, ja, ich bin ein großer Fan solcher Spiele. Nur wie gesagt, schade, dass das nur so kurz ist. Ich hätte mich da schon so ein bisschen über eine längere Form gefreut, wo es eventuell weitere Skills gibt, weitere Welten oder Level, die sich grafisch ein bisschen unterscheiden. Aber hey, ganz im Ernst, das Spiel ist gratis verfügbar. Somit wird das auch von mir auf Google Plus und auf Facebook und auf Twitter geteilt, denn das kann man machen. Ja, hier zum Beispiel oder weiter unten auf der Seite, das seht ihr jetzt zwar nicht, aber ist ja auch egal. Schreibt mir eure Gedanken zu diesem kurzen Spiel in die Beschreibung. Wir werden das eventuell zusammen analysieren können und ich werde gucken, was es noch für schöne Spiele hier im Browser-Bereich gibt. Auf jeden Fall bin ich persönlich sehr positiv überrascht, was momentan die ganzen Leute alles so erstellen. Und es gibt auch teilweise längere Spiele mit einer packenderen Story. Aber wie gesagt, alles liegt noch vor mir, alles muss noch entdeckt werden. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dann!